So, servus, grüezi und herzlich willkommen zum einzigen EA Sports FIFA 17 Tutorial mit dem Kicker K. Mein Name ist Bono und nachdem wir uns in den letzten Wochen schon mal mit einigen Teams befasst haben, möchten wir diesen Weg heute unbedingt fortsetzen. Ich bin mal gefragt worden, okay, Bono, kannst du nicht vielleicht doch mal eine andere Taktik so ein bisschen vorstellen, Team, was man mit einer anderen Taktik als mit einem 4-3-3 spielen kann? Und da habe ich gesagt, na gut, okay, widmen wir uns mal jetzt einfach einer tatsächlichen Fünferkette, einer Fünferkette, die auch so in der Realität funktioniert, und zwar beim FC Chelsea. Ja, dem momentan kann man sagen Klassenprimus der englischen Premier League, die effektiv gesehen tatsächlich mit einer Fünferkette spielen, beziehungsweise mit einer Dreierkette und dann zwei offensiveren Flügelverteidigern, die auch tatsächlich hier in diesem Fall genauso benannt sind. Rechtsaußenverteidiger und linker Außenverteidiger, im Englischen heißt das dann Wingback, das ist jetzt nicht weiter wichtig. So, jedenfalls spielt Chelsea das auch nicht nur rein defensiv, sondern spielt das Ganze auch durchaus mal ballbesitzorientiert, kommt so ein bisschen drauf an, gegen welchen Gegner sie agieren, um eben im Zweifelsfall tatsächlich die Überlegenheit zu gewährleisten. Conte, ja jemand, der Antonio Conte, der Trainer des FC Chelsea, der in Italien auch mit einer ähnlichen Taktik lange, ja, erfolgreich war und ja, entsprechend einfach mal daran festgehalten hat, der Kader des FC Chelsea ja ohnehin sehr, sehr gut. Ich habe das hier schon mal voraufgestellt, ja, das ist quasi hier so eine Art, ja, 5-2-2-1. Wenn man das als normale Aufstellung suchen möchte, dann haben wir hier eben beim FC Chelsea relativ gute Spieler, die das tatsächlich verkörpern können. Links außen Eden Hazard, einen der besten Spieler im Spiel. Muss man neidlos so anerkennen. Vorne Stoßstürmer Diego Costa, der vor allen Dingen auch mit Aggressivität punkten kann, der auch trotz seiner Größe immer noch mit ordentlich Sprintgeschwindigkeit dabei ist, der auch ein bisschen Fußball spielen kann tatsächlich. Jetzt nicht so überragend, aber gut, 1,88er Stoßstürmer ist schon ganz brutal, wenn man gerade eben diesen Stürmer auch regelmäßig mit Flanken füttern kann, mit Hereingaben in den 16er, denn das ist eher ein Typ, den man im 16er anspielt, ein Strafraumstürmer, der aber im Zweifelsfall auch defensiv mit vorgehen kann, ja. Wenn wir eben diese starken Flügelspieler beim FC Chelsea haben, gut, auf der anderen Seite ist jetzt Willian, ist auch ein relativ guter Spieler tatsächlich, jedenfalls hier in FIFA, in der Realität würde ich immer Pedro vorziehen, aber das ist was anderes. Ist jedenfalls eine relativ gute Flügelzange. Ja, dahinter habe ich mich jetzt mal für Matic und Fabregas entschieden. Im Normalfall steht hier auch häufig Kante statt oder Conte statt Fabregas. Ich persönlich bin aber jemand, der Francesc Fabregas nicht einfach auf der Bank sitzen lassen möchte, gerade eben wegen dieser spielerischen Werte. Ja, wenn man sich das mal anguckt und wenn man das auch mal so ein bisschen vergleicht mit Kante, der ist da schon zunehmend beschränkter als jetzt ein Francesc Fabregas. Und um die spielerische Komponente jetzt tatsächlich mit einem eher ballbesitzorientierten Fünferkettensystem umgehen zu können, habe ich mich eben für den zweiten Mittelfeldspieler Fabregas entschieden. Denn Matic ist schon jemand, der bei diesen spielerischen Werten auch eher ein bisschen hinten dran hängt, weil das eher ein defensiver Typ ist. Ebenso wie Conte. Dafür allerdings auch noch ein bisschen mehr Größe mitbringt. Gut, Ausdauer, Stärke, das ist, ja, ist Conte auch schon ganz gut. Wenn man möchte, kann man den FC Chelsea also durchaus auch wieder hier mit drei Mittelfeldspielern spielen. Ja, eigentlich verlangt es das sogar so ein bisschen. Ist jetzt hier in diesem Fall allerdings nicht gewollt. Ja, einfach von dem Ansatz her, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nochmal eine andere Taktik, eine andere Herangehensweise vorstellen. Und unabhängig davon, ob man sie jetzt mag, man kann auch Fünferketten in FIFA sehr, sehr gut spielen. Ja, das ist jetzt nicht zwingend ein rein defensives Element. So die Innenverteidigerreihe eben mit Azpilicueta, der schon die ganze Zeit eigentlich Innenverteidiger spielt in dieser Saison, obwohl es mal klassischerweise ein Außenverteidiger war. David Luiz, der ja von PSG mal zurückgekommen war, mittlerweile wieder an die Stamford Bridge. Und Gary Cahill, der sowieso, finde ich, ein sehr, sehr guter Innenverteidiger ist. Allerdings hier in FIFA zunehmend beschränkt ist auch auf diese Tätigkeit des Innenverteidigertums. Bei 1,93 nicht zwingend schlimm in dieser Fünferkette, ja. Gut, die Außenverteidiger könnte man jetzt auch noch anders besetzen, wenn man es defensiver haben möchte, könnte man hier statt einem Victor Moses auch tatsächlich einen Ivanovic hinstellen, aber Moses kriegt jetzt eben genau wie der andere Außenverteidiger Marcos Alonso auf der linken Außenbahn idealerweise die Anweisung überlaufen, ja, beziehungsweise stets mit nach vorne kommen, wo man sonst den Innenverteidigern oder wo einige Leute sonst Innenverteidigern häufiger mal sagen, okay, bleib bitte hinten. Diesen Außenverteidigern in diesem System, wenn man zum Beispiel mit Ballbesitz spielt als Taktik, auf jeden Fall sagen, sie sollen mit nach vorne kommen. Denn das ist das entscheidende Element. Ja, dann kann man auch mit einem Matic, mit einem Fabregas hier problemlos agieren. Denn dann hat man genügend Anspielstationen. Ja, man hat einen Willian, man kann einem Costa sagen, dass er mehr als Anspielstation fungieren soll. Das würde ich sowieso tun an dieser Stelle. Denn ein reines Kontersystem ist dann sowieso nicht gewünscht. Man kann den Außenstürmern auch sagen, dass sie ins Zentrum ziehen sollen, sodass quasi, wenn jetzt ein Alonso nach vorne zieht, ja, weil man dem ja die Anweisung gegeben hat, er geht nach vorne, geht ja immer die Linie nach vorne, der zieht normalerweise nicht ins Zentrum rein, da kann zum Beispiel ein Hazard einfach ein bisschen weiter ins Zentrum abkippen und da noch eine zusätzliche Stelle als Anspielstation bieten. Ist eine gute Möglichkeit, wenn man versucht, das Ganze taktisch so aufzudröseln, dass man den Ballbesitz auch wirklich bis nach vorne trägt, mit der gesamten Mannschaft.
dann werdet ihr sehen, dass ihr schnell auch vorne eine Überzahl kreieren könnt und sowieso auch hinten nicht sonderlich angreifbar seid, weil ja im Zweifelsfall sowieso noch mindestens diese Dreierkette hier steht und normalerweise auch noch mindestens ein Innenverteidiger. Vielleicht kann man sogar einem Mittelfeldspieler noch sagen, dass er hier hinten bleiben soll. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie sicher ihr euch defensiv jeweils fühlt. Je nachdem, mit wie vielen Stürmern zum Beispiel der Gegner agiert. Es gibt ja auch Leute, die spielen mit 4 Stürmern, dann kann es vielleicht schon mal ein bisschen schwieriger werden. Kommt ein bisschen drauf an, ja. Müsst ihr also jeweils gucken, okay, wie agiert der Gegner? Fühlt ihr euch nach einer Halbzeit so gut? Fühlt ihr euch nach einer Halbzeit anders gut? Außenverteidigern auf jeden Fall sagen, sie sollen mit nach vorne gehen, denn ansonsten fehlt euch einfach vorne wer, ne? Ist ja klar, ihr habt nur 10 Feldspieler hier, dann natürlich nur exklusive Torwart. Und ja, wenn schon 5 hinten stehen, dann können nur noch 5 vorne sein. Also um im Zweifelsfall eben zu sagen, okay, ihr wollt auch den entscheidenden Raum schaffen, um vorne mal einen Spieler freizusetzen und die Chance zu kreieren, dann müsst ihr hinten den Spieler einfach sagen, sie sollen mit nach vorne kommen. Sonst geht das nicht. Das ist auch hier gerade eine sehr, sehr gute Möglichkeit mit dem FC Chelsea. In dem Sinne, probiert das auf jeden Fall mal aus. Das kann eine Erweiterung für euch sein. Und dann bis nächste Woche. Danke, ciao.